Hallo, Kurzöse hier. Seit gestern ist ja die neue GeoGebra Version 5 am Markt erhältlich, beziehungsweise als kostenloser Download. Und haben wir gedacht, ich mache ein kurzes Hands-on, wie GeoGebra jetzt in der 5er Version zu bedienen ist. Es hat sich nicht viel geändert. Es sind ein paar kleine Neuerungen und auch ein paar riesengroße Neuerungen. Zuerst einmal ein paar kleine Neuerungen. Was mir besonders sofort aufgefallen ist, es gibt ein paar neue Symbole, die sehr nett erfrischend wirken, wie hier zum Beispiel bei Text und Stift und so weiter. Man sieht auch hier bei Objekt anzeigen, es hat ein paar neue Bilder dazu gegeben. Weiters gibt es zum Beispiel auch beim Schieberegler eine Neuerung. Ich lasse da ganz kurz einen Schieberegler stellen. Der ist ein bisschen größer gehalten in der Standardversion, eben schon ein bisschen ausgelegt auf die Bedienung für Tablets mit dem Finger. Ebenso gibt es ein bisschen eine Neuerung nicht beim Schieberegler, sondern bei Kontrollkästchen. Schon auch ein bisschen anders aus. Aber das sind wirklich nur ganz kleine Kleinigkeiten, wo GeoGebra da jetzt in der 5er Version mit etwas frischem Gewand daherkommt. Die weitaus größte Neuigkeit findet man unter Ansicht. Hier sieht man auch wieder ganz nette neue Symbole für die verschiedenen Ansichten und man findet jetzt offiziell endlich ohne Beta-Status das neue 3D-Grafikfenster. Ich werde es mal öffnen und eine erste kleine Konstruktion dann bauen. Machen wir die anderen Dinge zu. Man sieht sofort, das Grafikfenster ist, und lassen wir das allgemeine Fenster offen, ist wirklich echtes 3D. Man kann da verschiedene Ansichten einstellen. Man kann mit der rechten Maustaste sich wirklich in diesem Raum frei bewegen, kann das um die Z-Achse drehen. Wem das mit der rechten Maustaste nicht gefällt, der kann dieses Drehen auch in der Styling Bar einschalten. Da kann man die verschiedenen Rotationen nach links oder rechts dann einschalten. Es gibt auch die Möglichkeit, eben hier Koordinatengitter wieder anzuzeigen, die Achsen wieder wegzublenden, beziehungsweise auch diese XY-Ebene als Orientierungshilfe noch hinzuzufügen. Alles im allem ist es echtes 3D und man kann natürlich auch im echten 3D mit dreidimensionalen Koordinaten arbeiten. Also wenn ich hier zum Beispiel einen Punkt mit den Koordinaten 0 Beistrich 1 Beistrich 2 eingib, dann wird es wirklich als dreidimensionaler Punkt gezeichnet. Man sieht hier den Punkt als kleine blaue Kugel, der sich auch im GeoGebra 3D-Fenster, wie man es gewohnt ist schon, bewegen lässt. Man sieht sofort, wenn man jetzt diesen Punkt bewegen möchte, dass mit der Maus nur nach links und nach rechts geht, nach vorne und hinten, also eigentlich nur in der die XY-Koordinaten. Möchte man gern die Z-Koordinate bewegen, braucht man den Punkt einfach noch einmal anklicken und dann kann man den Punkt auch in der Achse in der Z-Richtung verschieben. So haben wir wirklich die absolute GeoGebra-Interaktivität. Man sieht es auch hier im Algebra-Fenster. Der Punkt ändert seine Koordinaten mit und so werden auch 3D-Konstruktionen natürlich sehr, sehr interessant. Macht zum Beispiel eine kleine Konstruktion. Es gibt hier jetzt neue Symbole, die auch wieder sehr, sehr schön mit Grafiken hinterlegt sind, zum Beispiel Pyramiden und so weiter oder auch Kugeln. Ich werde jetzt mal zum Beispiel einen Zylinder basteln und mache diesen Zylinder gleich mal mit Radius 2 zum Beispiel. Und man sieht ganz nett, dieser Zylinder liegt da jetzt im Raum, sogar schräg drinnen. Dieser Zylinder wird dargestellt durch zwei Kegelschnitte. Das sind die Enden, also die Ober- und Unterseite und die Oberfläche, also sprich der Mantel. Das ist vielleicht interessant, wie GeoGebra das im Algebra-Fenster darstellt. Ansonsten hat man hier jetzt natürlich die riesengroße Möglichkeit, mit dreidimensionalen Objekten zu arbeiten und aus allen möglichen Ecken und Enden sich das anzusehen. Und das ist schon sehr, sehr mächtig und powerful, möchte ich fast sagen. Man kann auch Ebenen reingeben. Ich schreibe da zum Beispiel einfach die Ebene x plus y plus z gleich 1 rein und habe da eine Ebene gefunden, die diesen Zylinder schneidet. Wir haben jetzt zwei dreidimensionale Objekte und es gibt eben diese Möglichkeit, diese zwei dreidimensionalen Objekte zu schneiden mit einfachen Klicks und schon erhält man diese Schnittfläche, die die Mathematiker sofort erkennen als Ellipse.
Und das ist doch wirklich sehr, sehr mächtig, weil das nicht mehr so einfache Mathematik ist, sondern schon etwas höhere Mathematik. Wir haben das Ganze zu verdanken einem französischen Programmiererteam, das in den letzten 2, 3 Jahren sehr intensiv mit dieser 3D-Version von GeoGebra auseinandergesetzt hat und nun endlich offiziell in GeoGebra 5 freigegeben wurde. Vielleicht noch paar andere Konstruktionen, aber es ist eigentlich schon sehr wunderschön, was man hier schon alles machen kann. Ich mache vielleicht noch eine neue Konstruktion. Zum Beispiel einfach eine Ebene, die über einen Punkt 0-1-2 und dann, oder machen wir zuerst eine Gerade, die durch diesen Punkt verläuft. Man sieht auch ganz nett und schön hier sofort die Sichtbarkeit der Gerade, die sich anpasst, je nachdem, wenn man gerade die Sichtbarkeit, von welcher Seite man es betrachtet. Und man kann diese typischen Aufgaben, wie zum Beispiel eine senkrechte Gerade zu einer Ebene oder einen Kreis mit Achse durch diesen Punkt und so weiter, Ebene, eine Normalebene, machen wir das mal vielleicht. Ich klicke hier noch einen Punkt rein, also man kann auch hier Punkte ganz einfach reinzeichnen und da macht man eine Normalebene zu dem Punkt und dieser Geraden und schon hat man diese Aufgabe gelöst, die in den Gymnasien ja sehr, sehr häufig in Rechenaufgaben vorkommt. Und wieder sieht man wunderschön die Sichtbarkeit und die Unsichtbarkeit der Gerade, die sich ja immer ändert, je nachdem, in welche Richtung man das dreht. Man kann natürlich auch diese Objekte wieder formatieren, wie gewohnt. Man braucht sie nur auswählen und dann in der Styling-Bar sind viele Möglichkeiten wieder gegeben mit Farben, mit Durchsichtigkeit, mit Transparenz zu spielen. Die Punkte werden immer als Kugeln dargestellt. Also da hilft die Darstellung, Änderungen zu kreuzen, nichts. Das ist im Dreidimensionalen immer eine Kugel, aber es geht sehr wohl wieder natürlich auch die Farbe zu ändern. Okay, was sind noch für Dinge da? Machen wir vielleicht noch ein paar weitere Dinge und schauen uns nur so Werkzeuge an, die hier noch vorhanden sind. Ich habe schon einen Zylinder konstruiert. Es geht auch ein regelmäßiger Tetraeder mit 2 Klicks ist der Tetraeder sofort konstruiert und man kann sich den sofort wieder aus allen Richtungen anschauen. Machen wir ganz kurz vielleicht noch hier eine Kugel. Also auch Kugeln sind überhaupt kein Problem, so wie man es gewohnt ist. Diese Kugel wird aufgezogen, über 2 Punkte dargestellt und lässt sich dann im Nachhinein verändern. Hier sieht man natürlich wieder auch die mathematische Darstellung der Kugeln. Prismen, Pyramiden, alles kein Problem und auch Netze. Volumen kann man natürlich jetzt auch berechnen lassen. Also von der Kugel klicken wir mal drauf. Okay, wird das Volumen berechnet dieser Kugel und da gibt es jetzt natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, dieses 3D sinnvoll und mit Gewinn einzusetzen. Ich habe nur mir eine Konstruktion vorher schon überlegt, wo diese Verbindung von 3D und 2D vielleicht Sinn macht. Dieses klassische Beispiel einer Extremwertaufgabe, eine Kugel hier in grün dargestellt, beziehungsweise nur ein Teil der Kugel, der untere Teil ist schon weg durch den Zoom. Dieser Kugel wird ein Zylinder eingeschrieben und dieser Zylinder soll mit möglichst großer Oberfläche bestimmt werden. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel folgende Konstruktion gemacht. Es wird hier ein Zylinder durch diesen Punkt, der auf der Kugel bewegbar ist. Also ich mache das da mal. Man kann jetzt wirklich diesen Punkt auf dem Objekt Kugel bewegen und im nebenstehenden Grafikfenster, im 2D-Grafikfenster kann man jetzt ja fast sagen, wird dazu jetzt mit einer Spur zu der Höhe des Punktes A das Volumen eingetragen. Wirklich sehr spannend und man kann jetzt sehr spielerisch hier das Maximum der Oberfläche, Entschuldigung, der Oberfläche, um die maximale Oberfläche geht es, herausfinden. Also hier bietet GeoGebra jetzt sehr tolle Möglichkeiten, diese körperbezogenen Extremwertaufgaben mit 2D-Fenster zu verbinden. Es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten. Vielleicht noch
etwas, was auch neu ist im 2D-Fenster. Es gibt jetzt auch eingebaut tolle Stifterkennung, wie ich schon in einem anderen Video gezeigt habe. Vielleicht zeige ich das jetzt nur ganz, ganz kurz. Man kann hier mit Stift oder mit Maus jetzt auch Dinge erkennen lassen von GeoGebra. Also zum Beispiel, das ist hier mit Freihandskizze, es werden, wie in einem anderen Video schon gezeigt, Kreise erkannt und jetzt auch eben Ellipsen. Man sieht sofort, diese Ellipse wird mit zwei Brennpunkten konstruiert und einem dritten Punkt. Also das ist wirklich sehr, sehr toll. Strecken und Kreise, wenn ich es zusammenbekomme, werden ja schon immer automatisch schon in GeoGebra 4 erkannt. Auch Vierecke bzw. hier ein Quadrat ist kein Problem mit der Maus oder mit einem Stift einzugeben. Okay, was hat sich sonst unter der Haube noch getan? Es sind noch viele, viele, viele Neuigkeiten und Verbesserungen dazugekommen. Ich gehe jetzt nur kurz auf zwei Dinge ein, weil sie ganz interessant sind für die höhere Mathematik bzw. vielleicht für die HTLs. Im CS-Fenster gibt es auch einige Sachen. Ich habe hier zum Beispiel schon vor etwas ausprobiert. Es gibt den Befehl Laplace, wo somit die Laplace-Transformierte einer Funktion berechnet wird. Und eben neben der Laplace-Transformierten gibt es auch einen weiteren neuen Befehl, wie Splines, mit dem man eben die Splines automatisch erzeugen kann. GeoGebra 5 ist, wie gesagt, wirklich ein nächster Evolutionsschritt. Die große Neuerung, wie gesagt, ist das 3D-Fenster. Es gibt ein paar Verbesserungen unter der Haube und ganz spannend ist, durch diese Verbesserungen ist es nur noch möglich, in Web 3D darzustellen. Dazu vielleicht nur kurz zwei Konstruktionen. Diese zwei Konstruktionen sind auf GeoGebra Tube zu finden und man sieht schon, hier sind einige Dinge möglich, die vielleicht ein bisschen außerhalb des Schulalltags sind, aber hier sind viele nette Konstruktionen realisierbar. Hier zum Beispiel ein Morphing Polyhedra oder, wie ich schon vorher angedeutet habe, die Verbindung von 3D- und 2D-Fenster. Hier sieht man zum Beispiel, über den Punkt P lässt sich die Schnittfläche dieser Pyramide verändern. Und man sieht in den einzelnen Grafikfenstern hier die Grundfläche, hier die Schnittfläche, hier die seitliche Ansicht dieser Schnittkonstruktion. Also hier sind wirklich viele, viele Visualisierungen möglich, die gleichzeitig interaktiv bleiben und Berechnungen durchführen. Man kann da sich richtig, richtig, richtig austoben. Gut, soweit zu GeoGebra 5. Würde mich freuen, wenn es in der Schule wieder weiter eingesetzt wird und speziell diese neuen Funktionen auch in den Schulalltag Einzug halten. Soweit so gut von mir. Bis zum nächsten Mal.